So, und was guckt sich der Pico an? Der Pico, das so, guckt sich immer noch die Starterschiffe an. Oder noch näher an die, Du kannst, wenn du bist, noch näher gehen, Totti, aber es passt auch. Also passt. Kannst du ein Stück näher, wenn du willst. Tja, das sind Größenunterschiede, hä? Das sieht schon ein bisschen strange aus. Finde ich jedenfalls. Wenn man gerade sieht, ganz außen haben wir quasi die Standard-Starterschiffe. Rechts die Aurora MR und auf der linken Seite die Mustang Alpha. Und mittendrin, Starterschiffe, die mittlerweile dazugekommen sind. Jetzt gerade erst im IAE-Sale, nämlich hier die Pisces C8R in der Medical-Variante und gleich daneben, rechts daneben quasi in dem tollen Grün und Orange die Drake Cutter. Das sind alles Starterschiffe. Haben eine ganz verschiedene Preisrange. Bei der Mustang Alpha und bei der Aurora MR müssen wir ja $30 investieren. Bisschen was drauflegen müssen wir für die Cutter. Die kostet $45. Und die Medical Pisces, da müsst ihr sogar noch was drauflegen. Da sind es dann $60. Wir haben die jetzt trotzdem mal hier mit hingestellt, auch wenn es ein bisschen teureres Starterschiff schon ist, weil ja eigentlich die Standard Pisces auch ein Starter ist. Und dass so ein bisschen Start ja auch ins Medical Gameplay gleich mit rein ist. Vorher wäre das die Cutlass Red gewesen. Das war quasi unser kleinstes Medical Schiff bis zur diesjährigen Messe. Jetzt ist es allerdings hier die rote C8R. Tja, Leute, wenn ihr einen Starter wählen müsstet, welches würden ihr denn wählen? Totti, was würdest du denn sagen? Also, ganz ehrlich, vom praktischen Standpunkt aus gesehen, nicht vom Design-Standpunkt oder Schönheitsstandpunkt, wäre es die Cutter. Okay. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Nachdem ich da jetzt schon 2 Tage so mit der rumgeflogen bin und auch verschiedene Sachen gemacht habe, ich finde das, ich habe das gleiche Programm quasi, was ich mit der Cutter abgeflogen habe, habe ich auch schon mal mit der Mustang Alpha abgeflogen. Und sie ist, finde ich, sehr unpraktisch, was das angeht. Also ein paar Pakete-Missionen oder Bunker-Missionen machen, da hat die Cutter schon einige Vorzüge. Und vor allen Dingen halt eben auch, dass du ein Bett hast und dich mal auslocken kannst. Das stimmt, weil bei den Starterschiffen ist jetzt hier die Mustang Alpha natürlich das einzige Schiff, welches überhaupt kein Bett hat, ne? Und keine Möglichkeit, sich irgendwie auszulocken. Mittlerweile wurde aber bei der Mustang hinten eine Möglichkeit hinzugefügt, Totti, um Kisten mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob du schon mal ans Heck von der Mustang Alpha geguckt hast. Ja, aber es klappt nicht. Also hat zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich es gemacht habe, nicht geklappt. Ach, okay. Da fielen die Pakete immer raus aus der Luke, wenn du die zugemacht hast dann. Okay. Das war, war ein bisschen lästig. Ja, kannst du ja mal testen, Totti, indem du das einfach runterfährst und mal einen Helm zum Beispiel drauflegst. Ja, kann man mal machen. Und dann kannst du es hochfahren. Und wenn das drin bleibt, sollten eigentlich auch die anderen Kisten drin bleiben. Eigentlich. Das ist quasi die letzte Änderung an der Mustang Alpha, dass ihr jetzt hier quasi unten so einen Kistenbereich habt, wo ihr dann eben auch Platz habt für mehr SCU. Und ich kann jetzt mal hier mit reingehen mit meiner Kamera. Ja, wir packen einfach mal einen Staubzieher rein, genau. Genau, und da können wir mal die Kiste ablegen und wenn es beim Hochfahren drin bleibt, sollte das Problem ja eigentlich gelöst sein. Ja, super geil. Verletzt beim Kisten reinlegen. Hab ich Schaden bekommen. Ja, da musst du aufpassen. So, jetzt wieder schließen. Wo ist denn der Knopf dafür? Dort, wo du aufgemacht hast, Totti. Ich habe gar nicht aufgemacht, Staubsi hat aufgemacht. Staubsi, mach mal wieder zu. Okay. Okay, dann fährt das Ganze wieder nach oben. Na, guck mal. Jetzt. Und die Kiste, die hat schon ein bisschen rumgehangen. Ne? Bisschen rausgeguckt hat sie, ne? Hast du gesehen? Ja. Ja, das ist jetzt die Frage. Aber ist jetzt erstmal drinnen geblieben. Wer weiß, ob sie drin bleibt, wenn man abhebt. Das ist auch immer noch so ein kritischer Moment. Genau. Aber vorerst ist er erstmal drin geblieben. Ja. Ja. Da liegt sie noch.
Ja, das hat sich allerdings also quasi damit verbessert. War eine lange Zeit ein Problem und deswegen hatte man lange auch für die Mustang noch ein Ersatzschiff bekommen, weil man so Probleme hatte mit den Kistenmissionen. Und eigentlich sollte es ja auch ein kleiner Frachter sein. Steht zumindest Light Freight dran in der Schiffsmatrix, obwohl es auch ja, sehr dynamisch irgendwie wirkt, das Schiff mit seinen Flügeln und so weiter. Ganz am Anfang, wo ich hier in Star Citizen angefangen habe, dachte ich mal immer, das wäre der Fighter, weil es so ja, für mich eben eher nach Flugkünsten und so weiter aussieht. Aber dem ist nicht so, das ist der leichte Frachter, zumindest nach Ship-Matrix, hat man uns neulich schon drüber unterhalten. Und hier hinten, die Mustang M, Aurora MR, die ist halt der Fighter. Ist halt auch kleiner, ist ziemlich schnell. Was passiert jetzt? Ach, danke schön, Ambus, für dein Raid. Hallihallo. Schönen Abend zusammen. Seid herzlich willkommen. Wir gucken uns jetzt hier gerade mal im Vergleich so ein bisschen die Starterschiffe an. Quasi die alten und die neuen, die jetzt mit dazugekommen sind, für Karrierestart und überhaupt Start. Und ja, bei der Mustang ist es noch ein bisschen schwieriger, da könnt ihr nichts runterfahren. Allerdings habt ihr kurzzeitig die Kiste in der Hand, wenn ihr die mit reinnehmt, hier quasi auf der Leiter. Ja, hallo an deine Zuschauer und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß in SC. Die Aurora sehe ich schon auch öfter mal noch. Manche Leute machen sich auch einen Spaß draus, die zu nehmen und rüsten die ganz gut aus. Die ist nämlich schon relativ schnell unterwegs und kann auch gut ausweichen. Und dadurch, dass die so eine kleine Silhouette hat, kann die auch ganz schön nervig sein. Wie so eine Fruchtfliege im Sommer. Genau. Und wie das heute schon bemerkte, im Gegensatz zu der Mustang Alpha, hätte die jetzt hier eben ein Bett drin. Na, das ist natürlich eine Besonderheit. Das Bett, das versteckt sich jetzt hier ganz hinten. Und da kann man mal reingehen. Die meisten von euch, die kennt es ja bestimmt. Aber der ein oder andere von euch ist vielleicht doch neu durch die IAE jetzt zum Beispiel mit dazugekommen. Und dann entscheidet man sich ja vielleicht doch, welches Starterschiff will ich haben. Und ja, die Aurora MR hier ist eine Auswahl. Die bietet auch echt gute Sicht, muss man sagen. Die Struts, die stören gar nicht mal so sehr, die ihr hier habt. Man hat bessere Sicht, als man im ersten Moment denkt. Aber auch die Mustang hat das und bietet echt tolle Sicht. Besser noch als die Aurora. Jede Menge Bildschirme habt ihr auch. Ja, super Ding. Toddy? Hör mal, als ich die jetzt hatte hier zu IAE, ne? Mhm. Und damit auch geflogen bin, hat der Sitz sich nicht mal gedreht früher? Musste man sich immer da so vorbeiquetschen? Also da bin ich mir jetzt, da war ich mir jetzt nicht mehr so sicher, als ich da ein- und ausgestiegen bin, habe ich mir gedacht, weil du es durch deine Prospektor gewöhnt bist, dass der Sitz dreht. Meinst du? Wahrscheinlich, also, oder? Also hat der sich nie gedreht? Also ich bin einer, ist höchstens mal ein Stück zur Seite gerückt, wenn überhaupt, aber das Quetschen haben wir echt schon lange. Ah, okay, ja gut. Und hier hinten habt ihr eben dann noch das Bett, da könnte ich mich jetzt auch da niederlegen. Das Bett hat eigentlich hier hinten, glaube ich, so ein kleines Fenster oder sowas, oder? Naja, zumindest hat es eine kleine Abstellmöglichkeit und so weiter. Ich glaube, links und rechts raus hat das Fenster, ja. Ach, dann legen wir uns jetzt doch mal kurz rein. Ich dachte nämlich, das Fenster geht nach oben. Aber nö, der Toddy hat recht. Rechts und links gibt es ein kleines Fenster. Du liebst ja Fenster so. Ja, das Ding hat mehr Fenster als eine Corsair. Ich mag Fenster. Vor allem bei Raumschiffen. Hat sich nie bewegt, sagt der Wotanswächter. Ja gut, okay. Ja, ich habe ja nie so ein Ding gehabt, deswegen. Und bei der Mustang soll man, bei der Aurora soll man natürlich auch mal was unten drunter hängen können. Ne? Hier gibt es eine Haltevorrichtung. Und Kisten soll man normalerweise auch nicht mit ins Schiff nehmen, wenn ihr eine Kistenmission macht, sondern die werden dann ebenfalls in Lagerbehältern und so weiter hier unten eigentlich aufbewahrt, so wie es eben bei der Mustang ist. Aber hier ist das halt noch nicht am Start. Ich glaube, man soll auch andere Dinge dranhängen können. Was es genau noch ist, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, weil es schon so lange her ist und nie ins Spiel gekommen war und ehrlich gesagt auch nie mehr irgendwie ein Thema gewesen ist. Oben gibt es hier ein paar Raketen drauf und Bewaffnung. Und ihr habt sogar noch zwei Slots frei, wo ihr Waffen dranhängen könnt. Ja, brandaktuell, die beiden eben mit ins Starterspiel reingekommen. Wenn ihr Medical Gameplay machen wollt und jemanden schon unterwegs versorgen, ist vielleicht die linke Variante eure Möglichkeit.
mit 2 Size 1 Bewaffnung und auch ein paar Size 1 Raketen unter den Flügeln. Seid ihr nicht ganz schutzlos hier in der Medical Pisces, aber ja, zum Kämpfen ist sie natürlich nicht gedacht. Ein Kampf könnt ihr vielleicht ein bisschen länger überstehen mit der Drake Cutter. Die hat dann schon 2 Size 2 Waffen unter der Schnauze montiert, hat ebenfalls ein paar Raketen, die wir jetzt nicht sehen, weil die unter dem Schiff rausgefahren wären. Und ja, bietet halt eine gute Einstiegsmöglichkeit, ein Fahrzeug mitzunehmen, zum Beispiel. Ja, wir können uns doch mal die Innenräume ansehen. Bei der Medical Pisces. Was haltet ihr denn von dem Innenraum? Der ist ja jetzt nun ganz neu und hier wartet natürlich auch ein Pico auf uns. Ganz neu der Innenraum. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass es so aufgebaut ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so eine ja, Desinfektionsschleuse oder sowas gibt. Na? Da könnt ihr ja quasi hier so schleusenmäßig am Start sein. So. Da werdet ihr hier dann quasi erstmal abgesprayt und da geht's ins Schiff. Und da wartet quasi der Toro an dem einen Sitz, der noch geblieben ist. Auf der Seite gibt es nämlich jetzt hier so ein bisschen Terminal, wo man jemanden dann auch behandeln kann, wenn jemand drauf liegt. Der Toro kann sich ja mal drauflegen, solange wir bei dem Toro ein bisschen im Kühlschrank kramen. Die sind nämlich ebenfalls dazugekommen und das ist ziemlich nice, oder? Ihr habt ja immer schon so ein bisschen Equipment drin und irgendwann werden garantiert die Packungen, die wir hier hinten haben mit Bandagen und so weiter, auch benutzbar sein und nicht nur die Pens, die Knicklichter, die wir hier zum Beispiel sehen. Da equippe ich mir doch gleich mal eins. Und die Getränke und Schokoriegel, die wir quasi auf der anderen Seite sehen. Hier können wir wieder draufdrücken, geht das Ding wieder zu. Oder wir drücken hier drauf. Und da geht es in die Richtung auf. Und da sehen wir eben, 2 Medpens liegen hier auch noch. Weiteres Getränk und Schokoriegel. Das finde ich eine ziemlich nette Idee. Ist jetzt zum 2. Mal so ein Schrank, wo wir direkt Zeug drin haben? Nee, eigentlich schon öfter. Bei der Herkules haben wir es heute erst gesehen auf der Messe. Da gibt es das auch drin. Den Schrank konnten wir nur noch nie öffnen. Bei der Redeemer gibt es das drin und den Schrank könnte man auch öffnen. Mhm. Genau, Tankschutzen hatte ich auch, können wir uns dann gleich angucken. Ja, der Toro, der liegt jetzt hier im Bettchen, er hat quasi den runtergefahrenen Bildschirm, der kann er sich jetzt quasi eigentlich selber behandeln. Oder, wenn der ja, überhaupt gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwas zu tun, kann hier quasi eine 2. Person eben an den Monitor gehen, sagen, okay, hier habe ich Medical Care zu tun und kann hier dann Dinge auslösen. Im Moment geht das gerade nicht, weil der Toro, der hat auch keine Verletzung oder sowas. Da kann ich jetzt hier auch auf jeden Fall nichts auswählen. Die Regenerationsfunktion, also das Spawnen, hat dieses Bett nicht. Es ist ein Tier 3 Bett. Ihr könnt bloß, wenn ihr da draufklickt, eure derzeitige Location resetten. Also ist eure Location quasi nicht an eurem Heimatort gesetzt, sondern an irgendeine andere Position, wie es bei mir jetzt hier der Fall ist, Port Dressler, dann könnte ich das resetten und dann bin ich wieder bei meiner Standard-Location, nämlich bei Dorville gebunden. Die Funktion hat das Bett quasi gleich mit. Ja, vorne, das kennen wir ja, den Pilotenbereich mit ebenfalls wieder jede Menge Bildschirmen und so weiter. Hier gibt es Computer und Komponenten, Scanner, Access dann später mal. Können wir uns jetzt mal reinsetzen. Und das kennt ihr ja. Herkömmliche Pisces. Hat ein bisschen schnelleren SCM als die Standard Pisces. Ansonsten ist alles gleich. Hat wie die C8 quasi nur 2 Waffen. 2 Size 1 Waffen. Dafür hier 54 Schuss. Wenn ihr Caps auf Standard habt und Caps auf 100 Waffen, gibt es euch 65 Schuss. Bei den Standard Bulldog Repeatern. Size 1, die hier installiert sind. Ja, hier ja, ist halt schöner, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, also ich hab halt das, ich mag's, wenn alles verkleidet ist, ja? Und geschlossen und ja,
fertig aussieht. Ne? Das ist halt eben der Punkt, der mir so an den Drake-Schiffen so aufstößt. Da ist alles offen, du hast nichts verkleidet, du hast die Kabel und das Gelände. Ich meine, hat irgendeiner von diesen Drake-Ingenieuren mal versucht, so ein Schiff zu putzen? Das kannst du vergessen, so wie die aufgebaut sind. Da sammelt sich überall Dreck und Schmutz an. Da kommst du nie hin oder hinter mit dem Lappen oder sowas. Tony, im Weltraum putzt man nicht, man lässt das mit der Luft rausblasen. Na, da drüben hast du alles schön dicht und zu und verkleidet, da kannst du mal drüber wischen und alles ist sauber. Ihr seht schon, da gehen die Geschmäcker wirklich auseinander bei den Schiffen. Und hier ist es natürlich auch so, der Totti hat natürlich völlig recht, ihr seht hier hinten sind die Rohre einfach so, die Kabel, an der Seite gibt es hier noch ein paar Halterungen und so weiter. Was aber alles ziemlich nice ist, macht einen coolen gebrauchten Look aus, beziehungsweise einen praktischen Look irgendwie aus. Ihr seht selbst die Komponentenverschalung gibt's nicht. Es gibt keine richtigen Komponentengehäuse, nur Halterung, damit sie hier nicht aus der Wand kippen. Mehr gibt's nicht. Das ist praktisch, das reicht. Ja, oben werden wir dann mal sehen, was wir noch anbringen können, wie zum Beispiel Work Harder. Ein kleines Schildchen. So, hier haben wir den Aufenthalts- und Schlafbereich. Aufenthaltsbereich sage ich, weil ihr könnt hier auch sogar duschen gehen und euch waschen. Was für ein Drake-Schiff, naja, nicht selbstverständlich ist. Ich sag nur Cardless Black. Hier habt ihr dann quasi die Möglichkeit, euch ein bisschen zu waschen. Und hier unten könnt ihr dann irgendwas ausfahren, um eure Notdurft zu verrichten. Aber gewärmt ist er bestimmt nicht. Tja, und damit ist die Karte mit diesem richtigen Living Quarter Bereich den anderen Schiffen irgendwie schon ein Stück voraus, finde ich. Und hier vorne geht es dann noch zu dem Rest. Hier gibt es die restlichen Komponenten. Können wir auch noch die Zugänge natürlich öffnen. Auch zu dem, was jetzt noch nicht da ist, wie der Life Support zum Beispiel. Und hier unten die Rechentechnik. Da wartet der Teddy auf uns. Und hier haben wir noch eine Aufbewahrungsmöglichkeit für zum Beispiel zwei Handwaffen oder ein Multitool und ein Med-Tool zum Beispiel. Das würde jetzt hier oben reinpassen. Verschwindet zwar ein bisschen. Zack. Obwohl, nö, diesmal passt ganz gut. Na, das würde gehen. Außerdem hier unten eben eine lange Feuerwaffe, sowas wie ein SMG oder so, könnt ihr hier reintun, ein Gewehr. Und hier gibt es nochmal einen Spezialslot. Da könnt ihr dann sowas reintun wie eine Railgun, Granatenlauncher, Raketenwerfer meine ich. Oder vielleicht noch irgendwelche Werkzeuge, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen. Darauf tippe ich ja auch mal. So, das mit Ding nehmen wir mal wieder mit. Ab. Tja, ihr seht schon, hinten ist auch ordentlich Platz drin für Fahrzeuge und so weiter. Zumindest mehr Platz als in allen anderen Vehikeln. Und ehrlich gesagt, ich weiß ja nicht, was ihr sagt, aber für mich ist die Cutter damit, das war nicht günstigste Schiff hier in der Stadtreihe, aber das praktikabelste und das vollwertigste Schiff. Ja. Gut, die Medical Pieces ist auch schön. Ich meine, die hat auch ein Krankenbett und so weiter und ihr habt auch einen Job zu erledigen und dass dort Items drin sind, schön. Aber die Items räumt ihr ja eh normalerweise selbst in eure Schiffe. Auf die Items quasi, dass die jetzt mitspawnen, kommt es nicht drauf an. Später tut ihr das irgendwie konfigurieren oder legt es eben direkt in euer Schiff und dann nehmt ihr das Zeug halt mit, was ihr wollt. Und das könnt ihr bei der Karte auch natürlich genauso machen. Die hat jetzt zwar kein schickes Schränkchen dafür, was verglast ist, aber ihr könnt es ja auch so in die normalen Schränke bei der Karte tun. Was die Pisces, finde ich, noch aufwerten würde, wäre, dass man sich auch in diesem Krankenbett auch auslocken könnte. Das ist halt nicht so. Ja, das ist halt mit Krankenbetten nicht so. Das ist ja auch verständlich und würde ich jetzt auch nicht einfordern. Aber es wäre halt was das ganze Schiff nochmal praktikabler machen würde. Mhm. Was ich bei der Pisces auch vermisse, dass die keine Waffenhalterung hat drin.
Also das ist eigentlich so viel Platz und so praktikabel gedacht und dann hast du keine Waffenhalterung für die. Das stimmt bei der Pisces. Innen drin gibt es quasi keine Möglichkeiten, wir waren ja gerade schon drin, irgendwie eine Waffe oder ein Tool oder irgendwie was abzulegen. Was ich ehrlich gesagt auch nicht gut finde, weil nach dem Q&A für die Pisces war es eben auch so, dass die schon dafür gedacht ist, in Hostile-Situationen ebenfalls Verwendung zu finden und dort, wo es quasi ein bisschen gefährlich ist, Leute irgendwo rauszuholen. Und naja, wenn man dann noch nicht mal eine Waffe ordentlich verwahren kann, ist das ein bisschen wenig. Die hat zwar natürlich auch ein eigenes Inventar, internes Inventar, so wie das ja die meisten Schiffe haben. Da könnte man da was reintun. Ups. Aber ansonsten keinen dedizierten Halter dafür. Hat aber die Mustang bisher, glaube ich, auch noch nicht. Das müsste noch kommen. Nee. Und die Aurora, hat die schon den Halter? Ich glaube, die hat außen noch keinen, ne? Ich weiß es nicht, aber wenn er drin steht, hast du vielleicht einen Nee, drin gibt es keinen, da waren wir ja gerade drin. Nee, ich meine, hast du dann einen Platz, also kannst du ein Inventar aufrufen und hast da drin... Das ja, natürlich, aber ebenfalls halt wie die Pisces keinen dedizierten Halter. Ja. Sowas ist halt was auch, was mich so ein bisschen verwundert, weil ja nach den letzten Aussagen bei CitizenCon von Chris, er hat ja gesagt, die Funktion, dass man eben dann mit Waffen sich nicht hinsetzen kann oder mit schweren Rüstungen, die ist ja halt schon da, die ist nur noch nicht angeschaltet, ja? Genau. Und dann so ein Schiff rauszubringen, wo du dann eben keinen Waffenhalter hast, ja, finde ich ein bisschen irritierend dann, ne? Also, okay, wenn du dann da sagst, ja gut, du legst die Waffe dann immer ins Inventar von diesem Schiff, ja, was ja anscheinend vorhanden ist, dann, ja, dann ist das halt so. Aber ich meine, lass es mal schnell gehen müssen, ja? Dann stellst du dich da rein, drückst I und holst dann die Waffe raus. Schon ein bisschen umständlich, oder? Ja. Als wenn du jetzt einfach so quasi mit dem Rausrennen die Waffe greifst. Genau. Ja, ein richtiges Cargo hat sie auch nicht. Viele wollten ja, hätten sich gefreut noch über ein SCU, war aber wahrscheinlich kein Platz an Bord. Und wo wir gerade schon bei SCU sind, die Mustang Alpha hier hat 4 SCU und die Cutter hat ebenfalls 4 SCU. Glaubst du, kannst du vielleicht vorne dieses Fenster mal kurz zufahren? Da sehen wir das nochmal bei der Cutter. Und Toddy, du kannst dich mal in die Peise setzen und das Licht anmachen. Da sehen wir die Funktion nochmal. Ach, in die Pisces. Ja. Das ist gerade das erste Schiff, was da war, genommen. Genau, hier, die Cutter hat nämlich eine zusätzliche Funktion. Da könnt ihr hier die Seiten ein bisschen schützen. Habt ihr das gesehen? Ich zeig's euch nochmal näher. Ja, ziemlich nice, oder? Da habt ihr halt quasi im Ernstfall noch ein bisschen Schutz an der Seite. Müsst ihr eh nicht mehr zur Seite gucken. Geht's nur noch geradeaus und weg. Außerdem kann ich natürlich auch die Vitals kippen. Könnt ihr das Stopp sie auch nochmal machen. Jetzt bin ich quasi in der normalen Position gewesen mit den Vitals. Und gekippt hatte ich die noch nicht. Das hätte ich vielleicht ein bisschen eher sagen können. So. Und der Totti hat für euch mal das Licht angemacht bei der Pisces. Der Trumble war's. Ach, das war der Toro. Danke. Ihr seht das quasi. Vitas hat die nicht. Die kann natürlich Nendigear ein- und ausklappen, ist klar. Und dann klappen sich auch die Flügel ein bisschen mit. Und mit dem Medical Schiff gibt es halt auch so ein bisschen Beleuchtung. Sieht im Dunkeln besser aus, aber ja. So, jetzt kann der Stopp nochmal klappen. Unten drunter gibt es quasi rechts und links so eine weiße und rote Leuchte, die blinken. Und obendrauf einmal. Genau, und hier habt ihr die dicken Vitals gekippt gesehen. Die Vitals, die sollen übrigens auch von der Drake Vulture entliehen sein, beziehungsweise ebenfalls dort vorkommen. Aber es wundert mich jetzt nicht, dass Drake irgendwas wiederverwertet, ist für die normal. Genau, ziemlich nice. Solche Funktionen bieten jetzt die anderen beiden Schiffe nicht. Das sind auch ältere Schiffe. Da gab es quasi so eine Vital-Mechanik noch bei wenigen Schiffen, nicht bei allen.
bei den späteren Schiffen war es oft so, dass die dann alle irgendwie so eine Vitals gekriegt haben, so eine Kippfunktion, dafür, dass sie sich dann später in der Atmosphäre eben auch besser bewegen können. Tja, haut mal raus, euer Favorit hier im Chat. Könnt ihr mal reinschreiben. So, was ist der traurigste Punkt des Schiffes? Es ist ein Starter und es klitzekleine, aber nicht fertig traurig. Wieso welches? Lul, die Karte kann man den Tankstutzen ausfahren von außen. Ach, das haben wir noch gar nicht gesehen. Wo war der Staubsi? Hier hinten, oder? Sieht so aus. Warum? Ne, das ist eher ein Thruster. Guck mal hier nach vorne. Komm hier. Soll das Ding sein? Auf jeden Fall geht hier eine Rohrleitung lang. Ich weiß nicht, da steht eine Viewport dran. Der Staubsi zeigt hier hinten, glaube ich, irgendwas. Ach, hier! Alles klar, Fuelport. Ja, krass. Ja, oder? Da geht das schon. Ich frage mich jetzt zwar so ein bisschen, wie die an die Starfare randocken soll, wenn der Fuelport hier hinten ist, aber schon okay. Fliegt es halt seitlich ran. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich fliegt es seitlich ran. Okay, krass. Habe ich noch gar nicht gesehen. Danke, Staubsi. Ja, also von den Starterschiffen, wie gesagt, es hat drei verschiedene Räume. Es hat eine Kabine, es hat einen Living Quarter und es hat einen Cargo-Raum, in dem ein kleines Fahrzeug reinpasst, ein PTV passt rein, ein Rock passt gerade so rein, ein STV passt gerade so rein. Und es kostet $45. Also zurzeit ist für mich die Cutter echt ein gutes Starterschiff. Ja. Sag mal, wie fährst du dein Fahrrad nochmal ein mit der N-Taste, wie der Tolli geschrieben hat, genau. Die hat zwei. Eins in der Nase und dann an der Seite. Ach, okay. Ja, dann wird es an der Seite zur Bodenbetankung sein, ne? Ja. Ja, sehr, stimmt. Sehr schön. Hier vorne steht auch dran, Fuelport. Mhm. Kommt dann hier aus dieser. Genau, das kommt dann dort raus. Und hinten, das kann sich halt schon ausklappen. Das ist wie bei den Bodenfahrzeugen. Ja. Ja, schön, sehr schön. Ich freue mich. Da merkt man schon, es gab eine ordentliche Entwicklung bei den Schiffen. Was jetzt die Starterschiffe sind, also auch wenn Karrierestarter da drüben. Und wie die früher ausgesehen haben. Tja. Ja,